Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin Together. Das letzte Mal sind wir. Was sind wir? Wir sind irgendeinen Weg runter, irgendeine Route. Ich glaube, das war Route 211 oder so, irgendwas. Wir schauen einfach mal kurz auf die Karte. Und auf jeden Fall weiß ich, dass wir nach Weideburg müssen. Müssen wir dafür nur die Karte finden. Die müsste hier bei den Basis-Items sein. Und Weideburg haben wir hier. Und hier sind wir auf der Route 213. Da oben war es die 214, okay. Route 211 ist schon sehr lange her, anscheinend. Wo ist die denn? Route 209. 215. Ah, hier. Okay, die ist schon etwas länger her, falls wir da jemals durch sind. Jetzt jeden Fall müssen wir hier, auf jeden Fall müssen wir hier runter. Und da gibt es ein paar Trainer, wie wir sehen. Die bekämpfen wir auch gleich. Ich finde das immer sehr verwirrend, dass bei meinem Audio, wenn ich rede, kein Balken kommt, dass ich rede. Aber anscheinend hat es ja bis jetzt immer aufgenommen. Und da haben wir Wasser-Pokémon, wir haben Wendigo, also Folipurpa, ganz vorne, das passt. Solarstrahl wäre etwas zu viel, deswegen benutzen wir einfach mal Kugelsaat, auch wenn es eine sehr schwache Attacke ist. Gegen Wasser sollte sie doch trotzdem nützlich sein. Leider trifft sie sehr selten, öfters als 2 bis 3 Mal. Ja, okay. Das dürfte ja wohl nicht so viel sein, okay. Und dann haben wir es auch besiegt. Jo. Das war sehr einfach. Sind all unsere Pokémon so hoch vom Level oder ist das jetzt eine Ausnahme? Nee, die sind alle schon soweit, okay. Wir haben ja auch bisher erst 4. 3 von mir, 1 von Kilian. Können wir hier lang oder müssen wir durchs Wasser? Ich hoffe mal nicht. Gibt es noch einen Trainer? Hier oben gibt es ein Item, das ich mir erst einmal schnappe. Nein. Dann gehen wir erst zum Trainer. Oder Angler. Naja, oder auch kein Trainer. Dann gehen wir. Wo gehen wir hin? Erstmal hier runter, okay. Okay, da haben wir einen Trainer. Ja, 3 Pokémon, der dürfte nicht so stark sein. Den dürfen wir auch mit Kugelstart hoffentlich besiegen. Solarstrahl, soweit ich weiß, musste ich nämlich aufladen. Außer man hat Sonnentag oder wie die Attacke heißt. Wenn ich mich nicht irre. Wir wollen das Pokémon beibehalten. Und hoffentlich auch dieses mit einem Mal besiegen. Aber das dürfte kein Problem sein. Und da halten wir sogar ein Level ab. Die geben sogar mehr als das 28er Meryl von vorhin. Meryl, keine Ahnung. Meryl, ich glaube es Meryl ist es. Und ein Gyarados, dies besiegen wir mit einem Solarstrahl. Dann sehen wir auch gerade, ob wir aufladen müssen. Ich glaube nämlich schon, ja, wir müssen aufladen. Ich glaube, bei Aurora-Strahl muss man nicht aufladen. Oh, das sieht sogar ziemlich cool aus. Und es ist kein One-Hit. Dann. Aber es ist verwirrt durch Fuchtler. Dann benutzen wir halt doch Kugelsaat. Ich glaube, das ist jetzt nicht so viel schwächer.
Okay, es ist sehr viel schwächer. Ich glaube, es ist ja auch gar kein Wasser-Pokémon mehr. Ist ja jetzt ein Drache. Und mit Ruckzuck-Hieb sollte das auf jeden Fall besiegt sein. Und es gibt gute Erfahrung. Das ist schon mal schön. Und dann gehen wir da oben mal ins Haus. Kann ich hier... Trümmer ich jetzt hier einfach mal. Da gibt's nichts. Ich glaube, in irgendeinem Pokémon-Teil gab es unter solchen Felsen das Pokémon, das so ein Schild auf dem Rücken hat. Ich glaube, das musste man sogar für irgendetwas fangen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht mehr für was. Aber ich glaube, die hier sind nur zur Deko da. Ja, die haben nichts für mich. Dann gehen wir noch in das Haus rein. Müssen wir entweder runter surfen oder da oben weiter. Ich gehe davon aus, dass wir oben weiter müssen. Dr. Schrittritt, okay. Für mich ist es sehr einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss mir nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht? Nun, dann lass dein Fulipurba doch einmal vor mir herlaufen. Aus seinen Fußspuren werde ich lesen können, was es für dich empfindet. Wenn ein Pokémon allein reist, kann es nicht überall hingehen. Aber wenn es mit einem Menschen reist, dann sieht es sehr viel von der Welt. Mit Lucius zu reisen ist absolut lohnenswert und gibt einem ein beruhigendes Gefühl. Und es ist immer unterhaltsam. Okay. Ja. Das ist sehr schön zu wissen, dass unser Fulipurba das von uns denkt. Aber es war ja nie alleine unterwegs, hat... wurde ja hergegeben. Okay, da haben wir hier schon auf jeden Fall Trainer. So, oben müsste wieder ein Maniac sein, der versucht durch die Hülle sich durchzubuddeln oder was auch immer. Auf jeden Fall wirkt das so. Wir bestreiten auf jeden Fall jetzt erstmal den Kampf. Hoffentlich Wasser-Pokémon, wenn nicht, auch nicht schlimm. Unser Wendigo müsste das auch mit dieser wenigen KP-Anzahl schaffen, denn wir haben die Synthese. Ja, und er macht relativ wenig Schaden. Jetzt versuchen wir es einmal mit Solarstrahl. Und dann, wenn das nicht geht, einfach mit Ruckzuck-Hieb. Ich denke, Kugelsaft lohnt sich nicht. Ja, One Hit, okay. Auf jeden Fall sind die Pokémon jetzt schon ein Level stärker als vorher. Aber wie ihr schon runterschaut. Werde er wohl uns hier bekämpfen? Ne? Okay. Zufall, dass er runterschaut? Aerohorst, das ist gut. Aber nicht unbedingt. Ich glaube, wir kommen hier auch nicht hoch. Bei der Musik habe ich irgendwie das Gefühl, es würde etwas im Hintergrund klingen. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Moment, ich hör mal. Ah doch, es klingelt sogar etwas. Moment, ich mach mal kurz Pause. So, hier bin ich wieder. Ich hatte gerade einen wichtigen Anruf. Den konnte ich leider jetzt nicht nach hinten verschieben. Aber ich meine, ihr habt es ja eh nicht mitbekommen. Für euch war das vielleicht eine Millisekunde. Wir wollten hier weitergehen. Deswegen zertrümmere ich jetzt einfach mal den Felsen. Denn hier gibt es ein Geheimnis. Oder ein Honigbaum. Und im Honigbaum... wird wohl nichts sein. Ja, okay, ich spiele immer noch mit dem Gamepad. Einfach weil es leiser ist und wir dann die ganzen Tasten drücken. Drücke, nicht hört. Und ja. Dafür laufe ich halt ab und zu gegen Wände. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so tragisch. Ach stimmt, wir müssen ja gar nicht weiter nach runter. Wir gehen ja ab sofort nach links.
Und dann können wir schon nach Weideburg. Die Bären holen wir auf jeden Fall mit. Und in Weideburg, da gibt es einen Attackenerlerner. Und da wollen wir hin. Wir wollen Volipurpa nämlich eine neue Attacke geben. Mit den bisherigen sind wir ja noch nicht so zufrieden. Ich meine, Solarstrahl ist schon ganz nett. Und Synthese. Ruckzuckhieb ist auch okay, aber Kugelsaat ist echt ziemlich nutzlos. Und wir sind sogar in Weideburg jetzt schon. Dann schauen wir mal, dass wir direkt nach zu den Pokémon Attackenerlerner gehen. So. Da haben wir ein schönes Gift-Pokémon als Maskottchen, als großes Plakat. Da haben wir die Arena-Leiter. Die holen wir uns noch diese Folge. Ich denke nicht, dass wir 15 Minuten für eine ganze Arena brauchen. Aber vielleicht schon. Aber jetzt erstmal. Oh nee, das haben wir leider nicht. Oh, nur weibliche Wartebiesen entwickeln sich. Das ist auch interessant zu wissen. Wo haben wir denn guten Attackenerlerner? Du wirst wohl zu jung sein dafür. Aber du könntest es sein. Genau. Den wollen wir. Ja, genau. Das sollst du. Er soll uns eine Attacke beibringen. Dafür bekommt er eine Herzschuppe. Und das wäre Wendigo. Rutenschlag, Rasierblatt wollen wir. Ja, und dafür kommt Kugelsaat weg. Oh, 10 Angriff. Das ist schon sehr schlecht. Das ist wirklich. Im besten Fall hatten wir im Endeffekt dann eine Attacke mit Stärke 50. Und dafür müssen wir schon ziemlich viel Glück haben. Das Rasierblatt um einiges besser auf jeden Fall. Ah, hier haben wir noch ein paar Bären, aber wir gehen jetzt direkt. Was? Sind unsere Pokémon voll geheilt? Okay, Wendigo jetzt nicht komplett voll. Aber ich denke, das kann es verkraften. Zudem haben wir Synthese. Hier geht's wieder raus. Wir wollen in die Arena. Wo war die denn jetzt? War die hier oben? Genau, hier war die Arena. Da gehen wir rein und hoffentlich bekommen wir auch den Orden. Hoppla! Reingelegt, keine Sorge, ich renne dich nicht bei jedem unserer Treffen um. Na, wie läuft es denn, Lucius? Treffig am Hochpäppeln deiner Pokémon, wie? Dann wollen wir doch mal sehen, wie zäh ihr mittlerweile geworden seid. Naja. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht doch nicht den Arena-Orden bekommen. Aber dafür bekommen wir Barry. Das ist doch immerhin etwas. Und er hat schon ziemlich starke Pokémon, wie es ausschaut. Die sind auf jeden Fall stärker als unsere. Und ein Staravia haben wir ein. Ja, Wupan hat ja eine Schwäche gegen Flug, da er auch ein Kampf-Pokémon ist. Wenn ich mich richtig entsinne, sollte das so gewesen sein. Aber unser Chris sollte es doch recht schnell besiegen. Sieht auch schon ziemlich cool aus, Chris. Mit der Weiterentwicklung. Funkensprung Donner. Wir versuchen es mit Donner. Ich bezweifle, dass es trifft. Ja. Und das wird auch sich wahrscheinlich nicht mehr bessern. Deswegen gehen wir auf Funkensprung über. Fluchtwert von Staravia steigt. Das kann uns zum Glück egal sein. Denn mit Funkensprung ist es auch ein One-Hit. Wir müssen sogar ein Wasser-Pokémon haben, also sollte Chris nicht vorher besiegt werden. Ponita. Ponita ist gut. Da kommt unser Neo rein. Da haben wir doch schon mal für alles die passende Antwort parat. Das ist schön. Auch wenn er viel besser trainierte Pokémon hat. Obwohl Ponita ist okay. Blizzard, nein, Wasserdüse, ja. Ist kein One-Hit. Ist auch kein Wunder. Aber lass es uns.
so ziemlich egal. Aquaknarre ist auch noch nicht so eine starke Attacke. Da bräuchten wir vielleicht auch nochmal einen guten Ersatz, aber wir bekommen ja eh Server und Kaskade. Ich weiß gar nicht, ob in der Edition Kaskade Pflicht war. Roselia, da wollen wir zu Wupan wechseln. Roselia sollte eigentlich Eis sein. Das sollten wir doch als Feuer stark sein. Aber ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ach, Roselia. Ach ja, ich habe es gerade mit Rosana verwechselt. Da ist Feuer natürlich stark. Feuersturm. Da fackeln wir auch gar nicht lange. Und ein Level Up. Das ist sehr gut. Bliprin, das wird auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon sein. Das wird das Starter-Pokémon sein. Das Pinguin. Ich kann mich nur an den Namen nicht mehr erinnern von der zweiten Entwicklung. Oh, müsste sich eigentlich schon entwickelt haben. Respekt, dass er so ein starkes Pokémon schon hat. Aber das ist sogar... Ist das nicht sogar Eis? Ja, natürlich geht Donner daneben. Wir versuchen aber Donner jetzt einfach nochmal. Wodurch dann... Ah ne, es wird kein Eis sein. Ja, vielleicht doch, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist Donner effektiv, von daher ist uns das egal. Dann kriegt auch Chris jetzt seine... Level Up, sein Level Up. Und da hätten wir doch mal Haushoch gewonnen. So Haushoch, dass wir sogar direkt in die Arena können. Pö, na, vielleicht seid ihr ja ein bisschen stärker geworden. Das hat sogar mich erschreckt. Sonst hätte ich natürlich gewonnen. Willst du mal was Tolles wissen? Ich bin jetzt Lehrling bei Herrn Marinus. Bald wird mich die ganze Welt kennen. Sehr schön, ich kenne Marinus nicht. Vielleicht gehört er da oben. Aber wir wollen jetzt hier rein. Ah, okay. Da ist Chris ja gut. Noch nicht. Vor allem Boden-Pokémon. Wenn das stimmt. Entweder hat er gerade gesagt, wir sollen es mit Feuer- und Boden-Pokémon versuchen. Oder er hat gesagt, wir sollen es nicht damit versuchen. Aber es ist Wasser. Also, kommt Chris nach vorne. Der wird auf jeden Fall auch was reißen können. Okay, dann machen wir das Wasser weg. Dann können wir da auch drüber. Und wir holen natürlich jeden Trainer mit. Ja, ein Bidifass. Da hat Chris nicht so viel zu melden. Wir versuchen es mal mit Biss. Ob das überhaupt Schaden macht. Nee, dann wechseln wir auf Wendigo. Chris wäre jetzt eh gleich eingeschlafen. Walzer ist nicht effektiv. Bisher. Wir sollen es nicht unterschätzen. Walzer wird noch ziemlich stark. Aber Bidifass hätten wir besiegt. Sogar knapp 700 Erfahrung von dem Bidifass. Das ist schon mal sehr gut. Was passiert hier? Okay, das war schlecht. Nee, Moment. Ja doch, das war schlecht. Dann müssen wir hier hoch, da hoch und hier zu dem guten Mann. Ich würde natürlich direkt gerne zum Arenaleiter durchrennen. Da haben wir aber das Problem. Ja, da haben wir einfach das Problem, dass wir die ganzen Trainer nicht besiegen können. Und deswegen hoffentlich trifft Donner. Es hat keine. Ach, stimmt, es war ja. Und dann noch eine Intensität von 7. Was können wir. Da können wir dann wieder Wendigo benutzen.
schon wieder in die Intensität von 8. Aber Wendigo macht das zum Glück nichts aus. Und selbst wenn, Wendigo hat eine sehr gute Verteidigung. Defensiv hat eine sehr gute Defensive, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht, dass das uns jemals One-Hit besiegen würde. Da hätten wir auch Wendigo schon auf Level 33. Zwar meinte der Gute vorhin, wir sollen Feuer- und Boden-Pokémon anscheinend benutzen. Aber dem vertraue ich dem nicht so. Schon alleine aus dem Grund, dass hier überall Wasser ist. Okay, da können wir eh noch nicht hin. Wir können aber jetzt hier schon rüber. Gibt es da unten noch was? Ich weiß nicht, wo wir jetzt als erstes lang sollten. Dann kämpfen wir aber noch mit dir. So falsch wird es nicht sein. Hm, da können wir gar nicht lang. Außer wir hätten einen Surfer. Glaube ich mal. Ein Wingull. Ich denke, das können wir alles mit Rasierer besiegen. Und ein Volltreffer. Sehr schön. Philippe. Das war was? Ah, die Weiterentwicklung einfach. Zweimal Rasierblatt oder einmal Solarstrahl. Ich denke, da benutzen wir einfach zweimal Rasierblatt. Vielleicht haben wir einen Volltreffer. Mit Glück und hätten es. Okay. Dazu brauche ich da nichts zu sagen, wenn es dann doch nicht ein Volltreffer ist. Aber trotzdem besser, dass wir Rasierblatt benutzen, denn das hat kürzere Animationen. Und dadurch sind wir im Endeffekt wahrscheinlich trotzdem schneller. Ja, obwohl. So viel schneller ist es dann doch nicht. An diese Erfangs. So, da kommen. Wir wollen da weg. Wir wollen hier einmal drauflaufen. Wir wollen. Was wollen wir denn? Okay. Die will mit uns kämpfen. Da haben wir kein Problem damit, denn wenn wir es vor 25 Minuten noch dorthin schaffen, mache ich den Arena-Leiter einfach noch. Oh, Level 27, das ist sehr schwach. Das könnte schnell gehen. Hoffentlich geht's schnell, ja. Azumarill, das ist die Weiterentwicklung. Oder ist das die Gleichentwicklung? Ja, das ist die Weiterentwicklung. Da brauchen wir schon zweimal Rasierblatt. Okay, beim Volltreffer nicht. Und jetzt noch ein Meryl dazu. Auch Level 27, hoffentlich. 29. Achso, ja klar. Hat alle drei Entwicklungen. Ist auch ein schönes Pokémon, eigentlich. So, hätte mal noch ein Level ab. Nicht, okay. Da. Aber wir wollen alle Trainer mitholen. Das ist das Problem. Ach, wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig jetzt da noch hinzukommen, ist auch egal. Wir haben jetzt zwar den einen Trainer da aus Versehen ausgelassen. Wenn ich es zeitlich nicht schaffe, dorthin zu kommen, also in den nächsten 30 Sekunden zum Arena-Leiter, dann würde ich nämlich einfach nochmal offscreen zurücklaufen zu dem einen Trainer, dass er weiß, dass er gegen den noch kämpfen muss. Und würde ihn da rauslassen. Weil wie wir sehen, haben wir da schon Probleme, an dem Garados vorbeizukommen. Aber wir haben ziemlich oft einen Volltreffer.
Und wir schaffen es nicht, deswegen, ja. Nach dem Kampf verabschiede ich mich einfach und dann laufe ich offscreen zu dem einen Trainer zurück. Oder wir machen das noch in der Aufnahme, ist jetzt egal, wir sind eh über der Zeit drüber. Weil dann kann ich auch gucken, ob wir direkt vom Trainer schon sind. Arena-Leiter. Superschall. Ich hoffe, das verhindert jetzt nicht uns zum so Klarstrahl. Nee, tut's nicht. Dann schauen wir mal, wo wir denn. Hier geht es nämlich gar nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Ah ne, ist es gar nicht. Ja, aber anscheinend doch. Oder auch nicht. Okay, wir müssten eh hier hoch. Ach komm, dann machen wir das noch. Machen wir halt einen 30-Minuten-Part. Ich meine, die 5 Minuten interessieren jetzt auch keinen. Wir wollen ja auch relativ flott durch das Projekt durchkommen, dass wir jetzt nicht hier wieder 2 Jahre an einem Projekt sitzen. Außerdem denke ich dafür, dass es jetzt schon die 5. Arena ist und ich noch keine einzige gemacht habe, kann ich mir auch mal eine Überzeit gönnen. Und ein Endhorn. Und das wird alles mit Rasierblatt besiegt. Aquavelle, eine sehr gute Attacke. Hoffentlich nicht gerade mehr als 10 KP. Enderon haben wir besiegt. Eines meiner Lieblings-Pokémon. Zumindest in Pokémon Schwarz und Weiß 2. Weil man es sehr früh bekommen kann. Und das Schalilos lassen wir auch Mendico drin, machen nochmal Solarstrahl. Ist auch etwas zäher, das Pokémon, von daher kann es auch etwas stärkere Attacke abbekommen. Die Schlammbombe. Tut auch nicht weh, keine 5 HP hat es abgezogen. Oh, Attacke ging daneben. Dann machen wir es doch mit Rasierblatt. Ja, der Volltreffer interessiert uns jetzt erstmal nicht. Wir können ja immer noch Synthese gleich beim Arena-Leiter benutzen. Und Rasierblatt hätte auch gelangt, okay. Hätten wir dann noch einen Trainer? Ich glaube nicht, den haben wir ja schon besiegt. Ah, sind wir jetzt beim Arena-Leiter. Dann machen wir den auch direkt. Willkommen. Ich werde nicht so oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arena-Leiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Drei Pokémon, die sollten wir recht schnell besiegen können. Ein Gyarados, unser Wendigo, muss sich aber erst einmal heilen. Ich hoffe, wir sind als erstes dran. Ja, sind wir. Oh, das heilt gar nicht so sehr. Da machen wir sicherlich den Sonnenstrahl.
machen wir noch zweimal Rasierblatt. Ich denke, dann dürften wir immer noch am Leben sein mit Wendigo. Naja, ein Volltreffer vielleicht nicht, war ja klar. Aber wir haben noch unseren guten Chris. Oh, der ist aber auch schon ganz schön angeschlagen. Sehe ich gerade. Ah, die Kaskade dürfte nicht so sehr Schaden, so viel Schaden machen, hoffentlich. Denn wir wollen unseren Chris nämlich nochmal etwas heilen. Wir wollen das Pokémon nicht wechseln, wir wollen es nur heilen. Morlord könnte auch ein Pokémon sein, das ist jetzt die Frage. KP, AP Heilung, da holen wir einfach mal einen Supertrank. Ah ne, der ist schon zu schwach. Oh, wir haben doch die Kumu-Milch. So, da hätten wir das schon mal geregelt. Lehmschuss, ja. Das deutet schon sehr stark darauf hin, dass wir das Pokémon auf jeden Fall auswechseln sollten. Leider haben wir unser Dings besiegt, Neo oder Wupan. Ich vertraue jetzt einfach mal auf Wupan. Neo sollte gegen Wasser, Boden nicht so sehr was reißen können, aber Lehmschuss dürfte und zum Wupan. Oh je, das sieht schlecht aus. Ich versuch's mit Tempo-Hieb. Aber war klar, wenn Lehmschuss effektiv gegen uns ist, dass nee, dann kommt Neo rein. Wir beleben unser wo ist der Beleber? Der ist bei Statusheilung, glaube ich. Wir beleben unser Wendigo wieder. Kassieren einen Angriff und heilen es gerade nochmal. Obwohl, ist die Heilung nötig? Ich denke schon. Ich denke, Neo hat hier auch nichts, was. Oh, Blizzard. Damit versuchen wir es. Einmal. Von der Effektivität her lässt es zu wünschen übrig. Neo sollte auch besiegt sein. Nee. Denn ich würde einmal nochmal Blizzard, in der Hoffnung, dass es einfriert, benutzen wollen. Vielleicht auch ein Volltreffer. Nein, leider nicht. Oh, die Attacke ging daneben. Dann nochmal. Komm schon, Hypertrank war klar. Aber jetzt haben wir es wenigstens für Morlord raus. Und das war das, worauf ich gewartet habe. Jetzt gehen wir nämlich in den Beutel, KP-AP-Heilung, geben dem Neo eine Kumu-Milch. Und dann kann der gute, nämlich Morlord, besiegen. Morlord ist schon nicht ohne und das ist noch nicht mal seine Geheimwaffe. Unsere Initiative sinkt jedes Mal weiter. Wir haben noch zweimal Blizzard. War klar, dass es die abwehrt. Aber ich weiß nicht, ob eine andere Attacke reicht, um Morlord zu besiegen. Und mittlerweile sollten wir langsamer sein. Wir wehren die Attacke ab. Es wehrt unsere Attacke ab. Nein? Okay. Dann hätte Neo auf jeden Fall auch seinen Part erledigt. Buschlin, oh. Haben wir noch Chris? Nein, Wendigo wollen wir jetzt erstmal nicht reinholen. In der Hoffnung, dass wir schneller sind und das Donner trifft. Da hätten wir nämlich das direkt besiegt, aber schneller sind wir definitiv nicht. Ob wir One-Hit sind, glaube ich schon. Wir hoffen jetzt einfach mal auf den Donner.
Lake, okay, das ist schlecht. Das besiegt uns auf jeden Fall. Was kann ich tun? Ich kann Wendigo jetzt reinrufen. Ich kann einmal die Synthese benutzen, in der Hoffnung, dass wir schneller sind. Aber das ist sehr effektiv schon gewesen und es hat uns nicht sehr viel geschadet. Das heißt, wir versuchen es mit Solarstrahl. Außer wir frieren ein, das wäre sehr schlecht. Es könnte ein One-Hit werden, ich weiß es nicht. Ich bezweifle es. Solange wir nicht einfrieren, das ist halt das Problem. Wir dürfen nicht einfrieren. Sind wir nicht, hoffentlich klappt's. Als One-Hit. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben komplett den Part beendet und einmal in der im Pokémon Center zu sein. Leider mussten wir einmal Belieber benutzen und zweimal Kumo Milch, aber das ist egal. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier hast du, das hast du dir verdient. Lucius hält den Fanorden von Marinus. Dank des Fanordens kannst du nun auch die versteckte Maschinenserver außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. Das wird wohl Lake sein. Ja. Und da hätten wir auch schon. Jetzt haben wir eh eine über 10-minütige Überlänge. Das ist egal, da können wir auch jetzt einfach mal Lake dem guten Neo beibringen. Lager hätten wir 65. Ach, das ist Wasser. Da haben wir Wasser, die haben wir 40 und bei Aquagnar hatten wir 40. Die kommt weg. Das ist eine sehr gute Attacke, denke ich mal. Na, ich meine, wenn wir Server und Kaskade haben, kommt sie eh wahrscheinlich irgendwann weg, aber im Moment sind die TMs für immer weg. Ach, in dem war es noch so, dass sie. Okay. Naja, was soll's. Wir speichern hier. Ich verabschiede mich und die nächste Folge seht ihr bei Kilian. Auf Wiedersehen.